Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hausflipper. Wir haben hier uns ein schönes, schönes neues Haus gekauft. Wir müssen hier erstmal renovieren. Können wir eigentlich auch darüber machen. Da kriegen wir zumindest vielleicht noch für das eine oder andere Geld. So, machen wir mal von außen sauber. Dass es von außen zumindest schon mal schick ist. Ach so, ist auf der anderen Seite dreckig. Ne, wollen ja zumindest mal die Leute nicht schon von außen her abschrecken, ne? Dann haben wir zumindest... Schön wäre, wenn man außen auch bauen könnte oder halt den Garten machen könnte oder irgendwas. Weil das müsste ja eigentlich auch hübsch sein. Aber das fehlt uns leider noch. Also das fehlt, glaube ich, im ganzen Spiel. Ich glaube nicht, dass man das... Ich weiß nicht, ob irgendwas in der Richtung vorgesehen ist. So, außen wäre es schon mal wieder schick. Kann man das außen streichen? Ich glaube nicht, oder? Können wir gerade mal probieren. Andere Paneelen oder so. Außenlaminat weiß. Dunkler Ziegel, heller Ziegel. Doch, wir können das Haus tatsächlich von außen... Okay, wir können ein Ziegelhaus draus machen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das würde uns zwar einiges an Geld kosten, aber... Machen wir ein Ziegelhäuschen draus. Zumindest optisch. Aber gleich machen wir dann erstmal innen weiter. Und dann später hier mit dem hier, ne? Entschuldigung. So. Ja, da brauchen wir aber noch einiges an Laminat. Kaufen wir schon mal. Dass wir das auch haben. So. Ja, da werden wir noch deutlich mehr brauchen. Machen wir nämlich dann erstmal innen weiter. Das mache ich hier schon mal hin, dass wir die Erinnerung haben, dass da noch was war, ne? So. Dann verkaufen wir mal alles, was hier nicht gebraucht wird. Gibt ja auch noch wieder Geld, ne? Die müssen wir austauschen. So, dann haben wir hier drin aber schon mal eine schöne, solide Basis. Weg. Weg, 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 weg. So. Tür weg, Küche weg. Löffel bitte auch. Ich will den Löffel hier abgeben. Danke. So. Plöpp. Dann können wir nämlich erstmal sauber machen. So, putzen.
Fenster reinigen. Dass man auch wieder raus sieht. Fenster reinigen. So. Haben wir hier noch irgendwo Dreck? Das wäre weg. Hier ist sauber. Erstaunlicherweise. Fenster müssen wir noch reinigen. So, wäre auch sauber. Das auch noch. So, da haben wir auch noch Fenster, dass man da auch wieder rausgucken kann. Ich habe die Lampen, glaube ich, noch nicht verkauft, oder? Fällt mir da gerade so ein. Haustür verkaufen wir gleich auch noch. So, da sind noch zwei Fenster. Und dann haben wir die auch sauber. So, das war alles. Perfekt. Ja, dann würde ich, wie gesagt, hier ganz gern mal die Mauer rausmachen. Zumindest bis dahin. Und das als offene Küche gestalten. Das ist das Schöne, innen kann man's. Düdü. So. Deutlich besser. Die Haustür kommt weg. Dann machen wir noch eine schönere hin. Türen. Tür, Tür. Machen wir eine. Oh, Schiebetür. Machen wir da eher eine dunkle oder eine helle? Was für eine Außenfarbe haben wir? Da würde ich fast eine helle Tür reinmachen, glaube ich. So. Da ist noch Dreck. Wieso zeigt mir das denn nicht an? Haben wir noch irgendwo was übersehen? Ja, die Lampen. Bäh. 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 Weg. So. Machen wir auch mal weg. So. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Da müssen wir noch... Müssen wir die reparieren? Ja, wo machen wir weiter? Außen? Können wir eigentlich, ne? Dann haben wir das fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich umso schöner, dass es geht.
Wäre jetzt natürlich einfacher gewesen, das Haus einfach zu streichen, als hier mit diesen Paneelen, aber streichen wollte ich es jetzt nicht. Da oben kann ich es doch, geht. Okay, das ist eine Paneele. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht haben wir zu viele. Naja, egal. Rest verkaufen wir halt wieder. Müssen wir hier eigentlich. Ah ne, da drinnen streichen wir. Das war jetzt wenig geschickt. Aber plöpp. So. Das geht doch einigermaßen vom Tempo her. So, da wäre natürlich interessant zu wissen, ob man auch die Außenwände abreißen könnte. Quasi das Haus vergrößern von, aber ne, wir haben ja keine Fenster in der Hinsicht, die wir setzen könnten. Das ist noch ein bisschen schade. Das wäre natürlich toll, wenn das noch käme. Aber wenn das jetzt außen geht, das ist ja auch schon mal schön. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so ging. Ich habe es ehrlich gesagt nie ausprobiert. Aber andererseits hatten wir ja da auch für die Außenwände nichts. Das kam ja jetzt erst mit einem der letzten Updates. Von da kann sein, dass das vorher auch gar nicht ging. So. Müssten wir mal gucken, ob man noch. Oder ich müsste mal gucken, ob es doch Fenster oder so gibt, die man kaufen könnte. Da war, oh, da oben haben wir vergessen. Fenster. Plöpp. Plöpp. Na. Und den noch. Ja, mach mal ein Klinkerhaus da draus. So rein optisch. Wobei das da innen schon recht massive Wände hat. Von dem her kann man sich da nicht beschweren. So, holen wir gerade das nächste Paket. Dü. Haben wir wieder verfügbare Skillpunkte? Müssten wir gleich mal gucken. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünf. So. Dann den Spaß hier noch. Dann müssen wir auch den Giebel wieder. Plopp.
Das ist gut, dass das mit einem geht und nicht jedes einzelne Teil da gemacht werden muss. Spart schon einiges an Arbeit. Ja, und wir haben dann bald unser Häuschen verklinkert. Ich kann leider nicht schneller laufen mit dem Pack hier. So, und oben drüber natürlich nicht vergessen. So, das wäre auch. Ah, das geht aber doch schneller als ich dachte. Wobei wir die Folge jetzt wahrscheinlich noch komplett dran sitzen werden. Fürchte ich, weil wir haben ja eine Wand noch. Und dann geht es aber in der nächsten Folge richtig los mit dem Innenausbau. Das wird dann doch auch nett. Ah, so viel zu viel haben wir aber, glaube ich, gar nicht. Maximal eins oder zwei, würde ich sagen. Wenn überhaupt. So. Hab's doch ein bisschen weit weggelegt. Aber es macht jetzt mehr Aufwand, das weiter herzuholen, als die paar Dinger hier immer zu laufen. Definitiv. Ja, das reicht vielleicht gerade für die Wand hier. Mit ein bisschen Glück. Dann haben wir den nur noch die eine Seitenwand und dann wären wir durch. Das machen wir auf jeden Fall in der heutigen Folge hier fertig, dass wir das Häuschen ja außen gestalten. Passt genau, sehr schön. Ja, wir haben doch zwei oder drei zu viel, glaube ich. Aber auch kein Fehler. Verscheppern wir sie halt wieder. Wir haben auch noch genügend Geld. Dadurch, dass das Häuschen nicht so teuer war, können wir uns dann auch sowas mal leisten. Hallo? Danke. Dann haben wir ein schönes verklinkertes Haus. Zumindest optisch verklinkert. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich nur so ein Laminat ist. Könnte man den auch auf dem Boden machen? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, dem Laminat ist das egal, wo wir das platzieren. Nicht, dass ich jetzt Klinker hier an dem auf dem Haus, also auf dem Boden im Haus irgendwo anbringen wollte, aber theoretisch müsste das sogar funktionieren. Aber wir müssen nachher, was heißt nachher, in der nächsten Folge dann erstmal das Bad. Würde ich, glaube ich, als nächstes machen. Dass wir das dann auch durchhaben. Und dann geht es an Küche und Wohnbereich. Und dann, ja, können wir es verkaufen, ne? Hoffentlich mit ordentlich Gewinn. Es wäre zumindest schick.
Dum, dum. Aber das freut mich, dass man tatsächlich von außen was ändern kann. Also das ist, war mir so gar nicht bewusst. War jetzt einfach nur ein Versuch. Der hat tatsächlich funktioniert. Das ist doch schön. So, das dürfte der letzte Packen sein. Ja, auf definitiv. Und dann haben wir es geschafft. Dann verkaufen wir die anderen zwei noch. Und hier den Angefangenen. Weil den werden wir nicht vollständig brauchen. Ganz sicher nicht. So. Hallo, danke. So. Und da haben wir unser verklinkertes Häuschen. Also sieht schon anders aus jetzt. Deutlich solider, würde ich mal sagen. Ja, und damit gehen wir dann in der nächsten Folge an die Innenausstattung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir, ja, wie gesagt, mit der Innenausstattung anfangen, ne? In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.